Raupi ist ein Pokémon mit dem Typ Käfer und existiert seit der ersten Spielgeneration. Es ist die erste Entwicklungsstufe von Zafcon und Smetbo und des Weiteren ist es das Gegenstück von Hornliu. Raupi ist ein kleines, raupenähnliches Pokémon, das grün, gelb und rot erscheint. Der Kopf und die hinteren Bereiche des Körpers sind grün gefärbt und an den Seiten befinden sich gelbe, dünne Ringmuster. Die Körperunterseite ist komplett gelb, genauso wie der Schwanz. Seine Antennen färben sich hingegen rot. Der kleine Körper unterteilt sich in mehrere Segmente, wobei der Kopf und die Schulterbereiche als Einzelteile hervorstechen. Der danach folgende Bereich wird lediglich durch dünne schwarze Linien voneinander getrennt. An der Stirn wachsen der beiden kurzen Antennen und die großen runden Augen befinden sich an den Seiten des Kopfes. Sie bestehen aus einem schwarzen Pupillen und sind gelb umrahmt. Käfer-Pokémon besitzt vier kleine runde Saugnäpfe, sozusagen in Brusthöhe. Schließlich wächst am Körperende ein kurzer, abgerundeter Schwanz. Da Raupi ein nicht besonders großes und körperlich starkes Pokémon ist, kann es auch nur wenige Attacken erlernen. Durch seinen Mund setzt es Attacken wie Fadenschuss und Käferbiss ein. Durch den Attackenlehrer ist es zusätzlich dazu in der Lage, ein Elektronetz zu spinnen und dieses auf seinen Gegner zu werfen. Im Gegensatz zu seinem Gegnerstück Hornliu kann dieser ihm auch die Schnarcher beibringen. Trivialerweise hat Raupi aber nicht Zugriff auf die Attacke Erholung und muss somit von einem Gegner in Schlaf versetzt werden, um Schnarcher einsetzen zu können. Raupis Standardfähigkeit ist die Puderabwehr. Durch diese werden Zusatzeffekte von Attacken wie Gift, Verbrennung, Verwirrung, Anziehung verhindert, also allgemein Statusprobleme. Dies gilt allerdings nicht nur für Statusattacken, die nur Statusveränderungen hervorrufen, wie zum Beispiel Donnerwelle. Trivialerweise ist es Raupi sonst nicht möglich, sich mit Puder zu schützen, da es eher auf den übelriechenden Geruch aus seinen Antennen vertraut. Seine versteckte Fähigkeit ist Angsthase und deutet auf Raupis Verhalten hin. Kämpfe möglichst zu meiden. Besitzt ein Pokémon die Fähigkeit Angsthase, kann es immer vor wilden Pokémon fliehen, selbst wenn es unter dem Einfluss von Horrorblick, Wickel, Wegsperrer oder ähnlichen Effekten steht. Es ermöglicht es ihm jedoch nicht, unter diesen Umständen ausgetauscht zu werden. In Kämpfen gegen Pokémon-Trainer hat Angsthase dementsprechend keinen Effekt. Da es dem Typen Käfer angehört, ist es stark gegen Pflanze, Kampf und Boden, jedoch schwach gegen Feuer, Flug und Gestein und ist normal stark bzw. normal schwach gegen die restlichen Typen.